So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem neuesten Video mit mir, dem Maximilian, obviously, und dem Felix. Tag gesagt, Hallöchen. Genau, der ist da drüben. Hallo. Da drüben. Ja, dieses Video ist, ja, Ein man bisschen kann, anders. genau, man kann sagen, es ist zweiteilig eigentlich, oder? Ja, also zwei gespalten quasi. Man kann es aus zwei Sichten sich anhören. Beide werden Genau. auf dem Kanal vom Taurus-Fan sein, also auf dem von dem seltsamen Kauz da drüben bei mir in der Leitung. Also. Genau. Wir fahren auch den gleichen Fahrplan auf der gleichen Strecke, aber mit verschiedenen Fahrzeugen. Der Felix, was fährst denn du? Ich habe hier den Taurus 1 mit 7 ÖBB Doppelstock. Halt, stopp. Railjet-Wagen. Ich wollte gerade sagen, mit Doppelstockwagen, da hast du dann Probleme beim Anfahren, gell? Und ja. Genau, und ich habe den gleichen Fahrplan. Wir fahren den Railjet 75 von Wien bis wohin auch immer wir kommen. Und ich fahre einen Ersatzzug auf diesem Plan mit einer F44, auch bekannt als Alpenstaubsauger. Warum? Kann ich gleich später noch erklären. Und fünf Doppelstockwagen. Okay, Button. Dann würde ich mal sagen, Start mal, ja, oder? ja, was ich wirklich sagen würde, ist, bevor wir jetzt starten, wir hatten ja zuerst überlegt, das in so einer Art Rennen zu machen, aber ich hätte einfach gesagt, dass wir quasi einfach zusammen fahren, aus dem ganz einfachen Grund dessen, wenn wir jetzt hier denken, wir machen das in einem Rennen oder irgendwas, hetzen wir uns, machen Fehler und dann kommt es generell zu Zwangsbremsung. Das ist Das wäre zwar witzig für alle, die zuhören, aber für uns wäre es nur frustrierend. richtig, deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach zusammen und dann können wir uns so anhören, hauen uns Sprüche um die Ohren. Also ich glaube, es wird generell doch ganz lustig. Das glaube ich auch, ja. Vor allem, weil von uns niemand wirklich weiß, wo die jeweils andere Person gerade unterwegs ist. Ja, außer wir fragen. Und wisst ihr, was besonders witzig wird? Ich kenne die Strecke nicht. Ich kenne die PZB nicht. Ich kenne die Geschwindigkeiten nicht. Hilfe! Ich kann dich vorwarnen, wenn es irgendwo viele Signale gibt. Ich kenne die allgemeine Signalisierung hier relativ gut. Ach, alles gut. Gut, dann würde ich sagen, ich hüpfe mal rein, ne? Ja, ich auch. Los geht's. Restriktivmodus aktiviert. Innen. Lädst du mal? Danke. Ja, ich bin schon da. Man Oh, hört ich schon stehe die mal am Autos. Wiener Hauptbahnhof. Oh, wie nett. Genau, wir stehen am Hauptbahnhof. Batterie aktiviert. Dann würde ich sagen, machen wir mal das allgemeine Aufrüsten, gell? Vor. Startprogramm aktiviert. Bin dabei. Lichter aktiviert. Funk. Stromabnehmer gehoben. Hauptschalter aktiviert. Registrieren. 75? Info. Das ist interessant. Ach so. Notfall. Wichtiger Anruf. Akzeptiert. Registrieren. Ich melde mich jetzt auch ESM-Agent. mal an. Zugnummerwert ohne Textfield 75. Signalnummerwert ohne Textfield 01234. Zugabfertigung. Tür geht Codetextfield auf. 7, 5, 2, 3, 4. In alle Oh. Griffen. Anmeldung erfolgreich. Railjet. 100 Passagiere sind nicht viel, oder? Ich Ich schaue mal, wie viel bei mir 0, rein. 0, 103. Ich habe auch nur 103. Das ist für ein Railjet nicht viel, hätte ich jetzt mal so gesagt. Das ist ein Viertel. Das passt schon. Es hat 27 So, Grad dann Celsius, machen wir es ist mal sonnig. die Die Höchsttemperatur beträgt 31 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur beträgt 19 Grad Celsius, die Pandorago aktuelle Höchstgeschwindigkeit hier. beträgt 21 km/h in Fahrtrichtung. Vor. Also wie gesagt, ihr könnt euch sehr gerne den Dings anhören, beide. Ja, Achso. erstens, das sorgt für Aufrufe bei mir. Und zweitens, ich glaube, es ist echt witzig. Was sagst du? Es bringt mir mehr Aufrufe und ich glaube, es ist echt witzig. Bremse gelöst. Motor an. So, wir gucken schon mal aus die ersten Informationen an hier. Okay. Klimaanlage aktiviert. Okay, wir haben hier jetzt 46, was wir fahren. In 46 Kilometern dürfen wir erst auf 140 hoch und wir fahren so lange mit 100. Ist das euer Ernst? Nein, das stimmt nicht ganz. Er lädt die Geschwindigkeitsbegrenzungen immer erst bei der ersten Anfahrt. Also das ist aktuell nicht stimmig. Ich wollte gerade sagen, so, was sagt überhaupt der Fahrplan? Okay, 12:58 Uhr, wir können die Türen schon mal zumachen. 12:58 Uhr, 0, 12:57 Uhr, Oh, 49. gleich schon. Oh, Türen geschlossen. So, bei meiner Lok gibt es eine Lüfter Besonderheit. aktiviert. Bei der F44, die kennst du, glaube ich, Felix. Ich fahre dann schon mal. Du kannst schon mal fahren, ja. Ich muss bei meiner erst die Lüfter starten. Lüfterstand eingestellt. Wärst du mit AFB oder ohne? Gerade noch ohne. Ja, wie ich. Ich werde auch ohne fahren.
Doch, Maximilian, er sagt mir jetzt gerade tatsächlich hier wirklich in 46 Metern ändert sich die Geschwindigkeit, in 46 Kilometern ändert sich die Geschwindigkeit. 3328 Metern voraus, wie Magling. Interessant. Geschwindigkeitsänderung auf 140 km/h von 46.806 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal grün, das gefällt mir. AFB piepst mir gerade in die Ohren. Nächstes Hauptsignal grün. Habe ich gesagt AFB? Ich meine die PZB natürlich. Ja, denke ich. So. Jetzt schalte ich aber mittlerweile hier die AFB dazu. Echt? Wieso? Weil ich es gleich ganz gerne habe, wenn ich zu Ende angefahren habe, dass er die Geschwindigkeit hält. Ja, gut, das verstehe ich. Beschleunigst du auf 100 hoch? Ja. Ich nicht. Wieso? Weil ich in 2,5 Kilometern einen Meitling halten muss und da macht es keinen Sinn, auf über 80 zu beschleunigen. Wir haben eh viel Zeit, okay, sag genau das deswegen. Doch. Abfahrt in Meidling 13:05. Genau, ja, genau. So, jetzt bin ich auch auf 80, bin 100. Nächstes Hauptsignal ist grün, okay. Oh. Es ist das Hauptsignal von Matzleinsdorfer Platz wahrscheinlich. Oh, verdammt, ich sollte vielleicht. Nächstes Hauptsignal grün. Entschuldigung, liebe Zuhörer, ich habe gerade meine Sprachausgabe noch ein wenig schnell gehabt. Ich habe die jetzt mal ein bisschen langsamer gedreht. Ups. Meine bleibt schnell, weil es ist für mich angenehmer. Nö, ich habe meine jetzt mal ein bisschen langsamer gedreht hier, weil dann kann man auch so ein bisschen mithören. Ja, also wenn ihr die langsame Sprachausgabe hören wollt, dann schaut euch das vom Felix an, die Aufnahme. Wenn ihr mit der Schnelle zufrieden seid, dann bleibt bei mir. So, jetzt guckt ihr das mal bitte mit der Geschwindigkeit an, weil irgendwas passt da nicht. Ja, das ist echt interessant. Siehst du es gerade auch? Ja, ja. Das ist bei mir genauso. Sollte aber eigentlich nicht sein. Solltest du nochmal dran arbeiten, würde ich sagen. Ja, schon. So, meine Lieben, jetzt gucken wir uns den Zug doch mal von außen an. Hallöchen. Nächstes Hauptsignal, grün. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün. Man sollte sich konzentrieren, wenn man mit PZB fährt. Ja, ich würde auch gerade. Zwangsbremsung. Nee, ich nicht. Ich hab's doch rechtzeitig geschafft. Ich bin auf 60 runter und hab mit der 2 bestätigt. Ich meine, 60 war doch 2, oder? Ja, ja, es ist 60. Ich hab's auch rechtzeitig gecheckt, aber ich war zu langsam im Bremsen. Ja, ich hab einfach die AFB 4 runter. Geht natürlich auch, ja. Gott sei Dank. So, 300 Meter Plong. AFB wird aus. 13:01, 23. Du musst jetzt nicht mehr weiter zu beschleunigen, das brauchen wir nicht. Ich fahre jetzt auch mit etwas unter 55 hier weiter. War nur noch 400 Meter. Ach, du bist gleich auch schon da? Ja, ja. Das mit dem Rennen, ich sag mal ganz ehrlich, Maximilian, wir haben. Es wäre lustig gewesen, aber es hätte uns einfach nur unter Druck gesetzt und dann wäre ich, glaube ich, die ganze. Ja, das glaube ich auch. So, und was? 44? Scheiße! Ich bin durchgefahren! Nächster Halt, nein! Jetzt wirklich? Oh man! Okay, wir bleiben hier aber trotzdem mal stehen. Bremse angelegt. Nächstes Hauptsignal. Zweimal grün. Restriktiver Modus aktiviert. Türen geöffnet. Bremse gelöst. So, ich stehe. Im Bahnhof. Ich zähle mir dann vor. Ich stehe. Ey, nächstes Signal, grün, in 0 Metern. Ich stehe genau auf dem Punkt. Ja, nächstes Hauptsignal, grün, 9 Meter. Scheiße. Ich stehe 9 Meter hinter dir. Fuck. Scheiße. Okay, ich muss mich mit diesem Zug noch anfreunden. Der bremst ein bisschen langsamer, als ich das kenne. Ja, du hast 7 Wagen hinten dran, mein Lieber. Ja. Und mir schwillt hier der komplette Arm an. Aua. Lüfter nochmal eingestellt. Ich wurde von irgendwas gestochen und das schwillt hier gerade übelst an. Toll, ja. Ich kenn's. Scheiße. Also, meine sehr geehrten Fahrgäste, bitte fahren Sie, okay, 44 Kilometer. Entschuldigung, nehmen Sie bitte den Zug von Maximilian, steht direkt hinter uns. 13:04. In 2 Minuten dürfen wir dann noch weiterfahren. Wieso können wir nicht zurücksetzen? Weil man das in echt auch nicht darf.
Also doch, man darf schon mit maximal 25 km/h. Ja, wieso machst du es denn hier nicht? Weil es mühsam zum Programmieren ist. Da gab es noch bei der Klasse 66 einen Bug, wenn du den Richtungssender noch zurückgestellt hast und die AFB eingeschaltet hast, dann ist er zurückgefahren. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber nee, 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 das lassen wir mal schön, gell? Ist aber auch ganz schön warm hier bei mir. Ne? Ja, 44 Kilometer bis zum nächsten Halt. Das ist, welches ist, welcher ist denn das? Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Ach so, das ist dann quasi jetzt hier die. Ich meine, die haben wir doch schon drin, die Strecke hier. Die Wegen hatten wir schon, meinetwegen. ja, genau. Das, das heißt, die rauschen wir jetzt einmal gerade durch. Genau. Oh, ich halte mir gerade hier so eine kalte Kappe vom USB-Stick aufs Handgelenk. Das schwingt hier übelst zu. Oh. Gut, könnte auch sein, dass ich mir gestern irgendwas gezerrt habe, weil ich war nämlich gestern Abend beim Konzert und musste quasi dauerklatschen. Also. Ja, gut, dann. Fuck. Oh, das ärgert mich jetzt, dass ich da durchgefahren bin. Wie peinlich ist das denn? Nee. Im Video auch noch, gell? Ja. Ist das da im wahrsten Sinne des Wortes hier ein Crashkurs? Fragezeichen. Jetzt passiert mir nicht nochmal. Oh man. Obwohl, ich war bei irgendwie 13 Uhr zwei, hier, drei Kilometer 53. pro Stunde, dann hat er gesagt, nächste, Luftverstand dann hat es einstellen. aufgehört zu Stürmer wirbeln. Ich stoppen. so, nicht dein Ernst jetzt. Ja, ich darf übrigens weiterfahren. Du glaube ich auch. Fast. In 10 Sekunden. Ah ja, bei mir geht's schon ab. Nächstes Hauptsignal, drüben 1096 Meter. Das war Ich bin schon raus. bei mir gerade nicht geklingelt aus irgendeinem Grund. Ja, du bist ja über die Station rübergefahren. Ach so, okay, das erklärt es. Nächstes Hauptsignal, grün. Du, wir haben viel Grün vor uns, gell? Hoch. Weißt du, ob jetzt in den nächsten paar Metern eine Geschwindigkeitsänderung kommt? Sollte eigentlich, aber die hat er aus irgendeinem Grund nicht übernommen. Also nein. Also fahren wir jetzt hier mit 100 durch. Genau. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ich meine, ich habe Zeit. Ich habe auch Zeit. Gut. So eine Scheiße. So, ich bin schon wieder auf 90, ich muss langsam aufpassen. Ja, ich bin auf 65 Grad. Ja, meine Lok ist 20 Jahre älter, hat aber mehr Zugkraft. Nächstes Hauptsignal, grün. Und das spürst du natürlich voll. So, ich fahre gerade durch Hetzendorf. Woher siehst du das? Ich weiß, weil da ein Signal steht. Nächstes Hauptsignal, drüben Ach so. 3436 Meter. Das nächste Signal ist Atzgersdorf. Bei mir dann. Ah, jetzt habe ich aber auch ein grünes Hauptsignal. Gerade sagt, da brauchst du ja nichts bestätigen, die kannst du einfach durchrauschen. Genau. Ja, wir werden jetzt bis Wiener Neustadt grün haben. Das ist schön. So ist es in Realität auch. Der Railjet ist nämlich von den Trassen her der erste Zug, immer zur halben Stu und vollen Stunde. Hinter ihm her fährt dann ein Regionalexpress und dahinter fährt die S-Bahn. Ja, das ist auch in Deutschland so. Ja, Aber das ist auch so, wie es Sinn macht, vor allem. was halt auch das große Problem ist, wenn du mit dem ICE oder was fährst, wenn es dann irgendein Problem gibt, der ICE ist derjenige, der am längsten steht, weil die kannst du nicht mal eben auf einer Station umleiten. Das funktioniert nicht. Genau, das stimmt. Und das wird noch witzig, wenn ich nach Stuttgart fahre. Ich meine, du wirst, glaube ich, mehrfach eine Meldung bekommen bei mir, wo ich stehe oder was los ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist bei mir ja auch so. 5 Kilometer pro Stunde, 15 Kilometer pro Stunde, 35 Kilometer pro Stunde, 65 Kilometer pro Stunde, Du 80 hast im Kilometer pro Stunde, Übrigen gar keine 85 Kilometer pro Stunde, Emergency 100 Calls Kilometer pro für Stunde. einen gesperrten Bahnhof, dass man wegen einem Notarzteinsatz VfB oder aktiviert. irgendwas nicht anfahren darf. Das ist ganz einfach ein Grund dessen, weil ich das am Dienstag hatte. Wo Saß ich im hattest du Zug. das? Ja, saß ich im Zug. Also nicht bei TWS, aber ich saß bei uns in der RE6 und da kam dann der Zugführer mit der. Geil. Da kam dann der Zugführer mit der Pizza, mit der SIFA, genau, ist klar. Das hat gepasst. Nächstes Hauptsignal, grün. AFB, greifst du noch? Nächstes Hauptsignal, Offensichtlich drüben nicht 910 mehr, Meter. warum nicht? Wem ist die AFB ausgegangen? Warum ist die AFB ausgegangen? Ich möchte, dass die AFB anbleibt. Blödes Ding, bleib. Hast du vielleicht die Zugkraft zu niedrig eingestellt?
füge die eigentlich auch voll zu. Weil die war ausgegangen. Ich habe sie mit Hub einmal wieder eingeschaltet. Nee, da kam der Zugführer wegen eines Polizeieinsatzes auf dem Bahnsteig. Darf der Bahnhof in Oelde momentan nicht angefahren werden? Ja, da hat irgendeiner verdammte Steine auf die Gleise gelegt. Wow, Steine am Gleis sind wirklich böse. Das kann auch wirklich gefährlich werden. Mhm, genau. Nächstes Hauptsignal, grün. Wenn der Stein nämlich groß genug ist, dann springt der Zug. Ja. Aber nächstes Hauptsignal, so grün. Wenn der Stein erschienen bleibt, wie er soll, ist die andere Frage. Ja, genau. Dumm. So, ich fahre jetzt durch Leasing durch gleich. 13.8. Ja, bei mir kommt gerade auch ein Signal. Leider kann man nicht sehen, zu was nächstes das Hauptsignal, gehört, grün. Das Signal. Das wäre eigentlich nochmal cool. Nächstes Hauptsignal, grün in 751 Meter. Das stimmt, ja. Also meine 54 Passagiere, sie haben gerade exklusiven Service an Bord hier. Ne? Sie haben fast den ganzen Zug für sich mit 7 Wagen. Sie haben alle Zugbegleiter für sich. Also du kannst auch alle in die Business Class schicken. Zumindest 10 davon. Die ist im letzten Wagen. Also bitte einmal alle nach hinten in die Business Class und auch im Fall. Also aber auch die erste Klasse ist momentan noch freigegeben. Aber auch nur bis zum nächsten Halt. Ne? Dann müssen sie sich Reservierungsplätze einsammeln, weil da werde ich nicht durchfahren. Wirklich? Ja. Schauen wir mal. Nächstes Hauptsignal, grün. So gut hau ich mit ihr die Bremsen rein. Ja, das habe ich vorher auch gemacht in Meiling, eben weil ich das Bremsverhalten vom Zug noch nicht kannte. Ja, yeah, wie du gesehen hast, ich auch nicht. Ja. Ich habe es so gemacht wie immer. Ich bin mit 20 und dann bei 15 Metern habe ich mit A100 und das hat nicht ganz gereicht. Das reicht nicht. Nein, das reicht nur bei bis zu 5 Wagen. Was würdest du mir empfehlen, ab 20 runter? Ich würde dir empfehlen, bis du das Bremsverhalten des Zuges kennst, also zumindest beim ersten Halt, so abbremsen, wie es dir das Spiel sagt. Nächstes Hauptsignal, grün. Und tendenziell Bremskraft wegnehmen halt. Dann, wenn du langsamer wirst und du merkst, keine Ahnung, das geht sich easy aus, dann schaltest du mal auf Fahrstufe minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, also wegnehmen halt, so okay. Rum. Okay. Würde ich dir empfehlen, so mache ich das eigentlich auch immer. Okay. Das ist gut zu finden. Oh, ja. Nächstes Haupt. Oh, da habe ich jetzt die Sprachausgabe abgebrochen. Ups. Ich habe hier noch 36,9 Kilometer. Ja, ich habe 36,3, genau. Ich bin eh seit Meikling die paar hundert Meter vor dir einfach. Ich komme. Ich habe dich gerade angehupt. Nächstes Hauptsignal, grün. Nächstes Hauptsignal, grün 926 Meter. Oh, meine Hand, ey, das tut mir weh. Außen. Kannst du eh noch fahren? Ja, geht. Gut. Außerdem fahre ja gerade nicht ich, sondern die AFB. Stimmt natürlich. Hier tritt gerade der Lüfter wieder hoch. Ja, ich muss den Lüfter ja selber einstellen, tatsächlich. Lüfter nochmal eingestellt. Ich lasse meinen Zug gerade mal von außen an mir vorbei. Nächstes Hauptsignal, grün. Das habe ich auch gerade gemacht. Alter, hör auf zu quietschen. Also geht doch. Welchen Bug hattest du eigentlich behoben, weswegen du mir eine neue Excel-Datei reingegeben hast? Einmal das mit den Doppeltraktionen. Mhm. Wenn wir in Güterzug gefahren wären, dann hätte der nämlich aus einer Doppeltraktion von Taurus oder F44 bestanden und aus 25 Containerwagen. Und glaub mir, die Doppeltraktion hättest du definitiv gebraucht. Ja. Ich hab's nämlich ohne probiert und keine Chance. Ja, da rollt der Motor hoch und das funktioniert halt. Da passiert nichts, nein. Also doch, er bewegt sich, aber du brauchst ungefähr so eine Sekunde für 1 km/h zum Beschleunigen. Lüfterstand eingestellt. Ja, gut. Nächstes Hauptsignal, grün. Vielleicht kann man ja auch mal eine ICE-Strecke nach Österreich reinbauen, das wäre eigentlich auch mal cool. Also wenn du mir die Streckendaten irgendwo hernimmst, dann baue ich gerne die Strecke von Frankfurt nach Wien. Ich muss mal schauen, wo kriegt man die denn her? Wikipedia. Aber von jeder Strecke einzeln. Und dann muss man rechnen. Wieso, wie meinst du? Naja, wenn du von Wien nach Frankfurt fährst zum Beispiel, fährst du erst
von Wien Hauptbahnhof über die Westbahn. Nächstes Hauptsignal, grün. Bis Wels ungefähr. Das geht, weil da wird durchgezählt, größtenteils. Danach gehst du aber auf die Strecke Wels-Passau über. Die hat eine andere Kilometrierung. Dann auf die Strecke Passau-Regensburg, Regensburg-Nürnberg, Nürnberg-Würzburg, Würzburg-Frankfurt und so. Das sind alles extra Strecken mit extra Kilometrierung. Die musst du alle zusammenzählen dann. Ich lasse es. Das habe ich mir gedacht. Aber die Westbahn baue ich vielleicht wirklich mal, weil du da halt LZB hast. Mhm. Du hast doch ETCS. Heißt? European Train Control System. Eigentlich wie die LZB, nur weiterentwickelt. Hast du das schon drin? Nee, ne? Es existiert halb theoretisch. Wird nur nie eingesetzt. Genau. Und ich muss die Programmierung noch überarbeiten dafür. Wenn du beim Programmieren irgendwann mal Hilfe brauchst, in 3 Jahren, sag Bescheid. Welche Sprachen lernst du da? Java, C++, glaube ich. Ah, mit den zwei würdest du den Programmiercode wahrscheinlich sogar verstehen. Also Java habe ich schon mit angefangen. Ah, cool. Hallo Welt funktioniert schon mal. Immerhin. System Output. Das war tatsächlich auch mein erstes Hallo Welt. Schnauze Twitter. Schnauze Sifa. Ich habe meiner Sifa auch gerade den Mund verboten. Ich glaube, ich werde mir dein Video definitiv auch mal anhören. Ich glaube, andersrum genauso, gell? Ja, ich werde mir da jetzt auf jeden Fall auch mal geben. So, und ich habe keine Ahnung, wo ich aktuell bin. Ich habe noch 30 Kilometer. Ich auch, 30,5. Ja, ich jetzt bin wieder. Ungefähr diese 550 Meter vor dir oder so. Das ist das nächste Signal. Nächstes Hauptsignal, grün. Nächstes Hauptsignal, grün, 954 Meter. 1489 Meter in grün. Genau, auf das fahre ich auch gerade zu. Ich muss immer aufpassen, wenn ich nämlich, ich gucke mal grundsätzlich mit der 5 nach dem nächsten Signal. Ich bin einmal eine Taste zu weit links, habe ich die 4 aus, was ich während der Fahrt die PZB ausgemacht. Das mag er ja gar nicht. Oh, das tötet dich, ja. Das mag er ja gar nicht. Das mag er gar nicht, nein. Bist du dann auch im Realzug zwangsgebremst eigentlich? Ja, wirst du. Genauso, wenn du die Sifa deaktivierst während der Fahrt. Ja gut, das können wir ja gar nicht. Nee, die kann man nur in den Einstellungen deaktivieren. Du als Zugexperte, du hast doch ganz sicher 2016 von dem Chaos in Bad Aibling gehört, bei uns hier in Deutschland. Ich habe von einigen Sachen gehört, die als Chaos bezeichnet wurden. Was genau war da? Da sind 2 Regionalzüge ineinander gefahren. Nächstes Hauptsignal, grün. Das war das, ja. Die eingleisige Strecke, wo die 2 Züge zusammengestoßen sind. Frontal. Richtig. Ja, ich weiß schon. Das nur, weil der Schnellwecker gespielt, weil der Fahrdienst leider gespielt hat. Genau. Idiot. Huch, fahr ich denn jetzt drüber? Hä? Was? Wieso meinst du? Alles kann auf einmal so hoch oder auf einmal runter. Es hat 28 Grad Celsius. Ah. Vielleicht ein Tunnel. Vielleicht. Der Gumpolskirchener Tunnel wäre das denn gewesen. Okay. Das nächste Signal bei dir ist dann Baden. Nächstes Hauptsignal. Ja, genau. Und ich bin jetzt auch gerade bei Baden durch, glaube ich. Und jetzt kommt der Bad Fürslau. Aber ich übernehme da keine Gewehr dafür. Ich weiß, die nächste Stelle, an der ich sie kenne, die ist erst in Felixdorf. Ja, hallo, ich bin hier drüben. Wird das genau so geschrieben? Was? Ja, bei Felixdorf, F-E-L-I-X. Und Dorf hinten dran? Ja, genau. Geil. Es ist ja nicht so, dass wir auch in Österreich einen Felix-Tomaten-Ketchup haben. Also, doch, haben wir auch. Ich weiß. Ich kenne tatsächlich den Geschäftsführer davon. Nicht dein Ernst jetzt? Doch, der war mal für einen Vortrag bei uns in der Schule. Vorname oder was? Nein, ich weiß auch nicht, warum die Marke Felix heißt. Also ich bin's zumindest nicht. Ich glaube, das war der Nachname vom Gründer, aber ich bin mir nicht sicher. 26,1 Kilometer mit 100 Ohm.
Hey, du hast schon 20 geschafft. So, ja, 13 Uhr 18, 20. 24 13 Uhr 32, dann geht die Geschwindigkeit auf 140. Das werde ich dann aber nicht mehr beschleunigen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Weil ich dann, glaube ich, bald schon abbrechen. Geschwindigkeitsänderung auf 140 km/h in 23.819 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. Doch, das kannst, da kannst du sogar noch hochgehen. Auf 120 kannst du auf jeden Fall hochgehen. Ob wir das noch schaffen? Ich habe jetzt 18 nach 2, 18 nach 1, um 32 muss da sein. Das wird eng, ja, ja, das wird eng. Aber auch bei dir, oder? Mhm, genauso. Aber weißt du, was wir machen können? Hm? 105 fahren. Okay, 105 km pro Stunde. Oder 110? 110 km pro Stunde. 115 km pro Stunde. 110 km pro Stunde. Bei 110 piepst du noch nicht, nein. Er piepst erst, wenn man drüber ist. Du bist dir sicher, ja? Ich bin gerade auf 110 und der ist schnell. Nächstes Hauptsignal, grün. Okay. Jetzt mal drauf. So. Liebe Leute, macht das nicht. Nein. Das ist verboten. Das ist streng verboten. Wenn wir uns jetzt Fahrdienstleiter sehen würden, die würden uns sofort zum Anhalten zwingen. Ja. Oder uns am Tee nächsten Tee und Kekse mit dem Manager. Bitte? Tee und Kekse mit dem Manager. Die würden dann in der nächsten Haltestelle Nothalt reinhauen. LZB-Nothalt. Ich meine, die können ja von fern die Züge stoppen, was können die ja? Nächstes Hauptsignal, grün. Ja, sie können den rotes Signal reinhauen. Na, nee, das meine ich nicht mal. Die können an der Strecke ein Signal, so ein Signal setzen, wenn der Zug da drüber fährt, hält er an. Aber der LZB meinst du? Mhm. Ja, ja, da geht das, genau. Bei der PZB können sie den rotes reinhauen und sobald du das überfährst, hast du eine Zwangsbremse. Na. Im Prinzip passiert bei der LZB das gleiche, nur ist das Signal natürlich simuliert. Ja, da spätestens dann brüllt der Funk, sag mal, ach so da! Ja, genau. Aber die sehen das gar nicht so direkt. Nächstes Hauptsignal, grün. Also, bei der PZB-Überwachung sehen sie es nicht. Bei der LZB-Überwachung, ja, da sehen sie es, bei der PZB-Überwachung nicht. Da fällt es dann erst beim Fahrtenschreiber auf. Den hast du übrigens schon. Wie siehst du den? Du siehst den TWS gar nicht, ich weiß nur, dass du ihn hast. Achso, du hast den gar nicht bei deinem? Na, na. Von der Baureihe her hast du ihn. Bei mir wurde er, ich glaube, ab damals noch 1044, 250 oder so wurde eingebaut. Und die Nummern gingen nur bis 290. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn nicht habe oder nicht hatte, ist relativ hoch. Aber ich glaube, im 1144er Umbau habe ich ihn auch bekommen. Also, wir haben ihn beide. Wir müssen beide zum Manager, wenn wir angekommen sind. Mist. Damn, ja. So. 20,5 noch. 21,0. Ja, genau. Eben. 550 Meter ungefähr. Geil. So. Die Südbahn. Eigentlich eine ganz interessante Strecke. Wenn man es im Regionalverkehr fährt, vor allem. Und es gibt einen ganzen Haufen Güterterminals an der Strecke. Und Abstellgleise. Wurden alle nachgebaut. Das heißt, wenn ich irgendwann mal... Also ich kann die Strecke jetzt auch durchaus, auch wenn wir nicht aufnehmen, eigentlich fahren. In die eine Richtung ist ja alles fertig, oder wie sieht das ja, aus? Ja, ja, ja. Nur in die andere Richtung fehlen Fahrpläne. Und ja, du kannst gut. Ja auch ohne Fahrplan fahren. Du kannst einfach zwei Güterterminals auswählen. Keine Ahnung. Der erste zum Beispiel ist direkt nächstes die Hauptsignal. Abstellgleise an der Ostseite vom Hauptbahnhof. Mhm. Und dann kannst du, keine Ahnung, bis Wiener Neustadt Hauptbahnhof Gleisgruppe 700 fahren oder so. Mit dem Güterzug. Aber ich kann mir auch einen Fahrplan auswählen. Du kannst auch den GZ-Fahrplan auswählen, ja. Der fährt genau das, nur dann noch weiter über Semmering bis Mützzuschlag. Also bis ans Ende? Nein, nein, das ist die Hälfte. Mit was für 25 Containerwagen? Welche Lokomotive? Ich würde dir einen der zwei Tauri... Nächstes Hauptsignal, grün. Eine 1144 oder eine 185-2 empfehlen. Und egal was du nimmst, mach Doppeltraktion.
spätestens am Semmering brauchst du es. Da kann die Einfachtraktion den Zug nicht auf Geschwindigkeit halten. Da geht es nämlich ordentlich hoch. Oh. So 28 Promille. Oh. Yep. Ich war an der Bahnstrecke vor ein paar Tagen. Okay. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn die Alpenstaubsauger da als Vorspannloks mit einer Vectron und 25 Güterwagen hochrollen und du hörst, dass sie sich immer noch anstrengen. Nächstes Hauptsignal, grün. Es ist also, das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich fand es so geil. Ständig im Gütersloh am Hauptbahnhof. Achtung, auf Gleis 2. Ein Zug fährt durch. Ja, kommt dann ICE rein, hält und macht die Türen auf. Nicht so ein M. Der hat auch die Türen aufgemacht? Ja. What the heck? Das ist raus und eingestiegen. Habt ihr normalerweise ICE? Nein. Sonst wäre ich nicht so verwirrt. Sehr komisch. Ich meine, ja, früher gab es das hier manchmal an der Westbahn, als die Railjets noch kamen. In Amstetten. Das war eigentlich nur ein Intercity halt, da gab es keine Railjets. Aber manchmal, wenn halt keine IC-Garnitur da war oder die ausgefallen ist, aus welchem Grund auch immer, nächstes Hauptsignal, 910 Meter. Dann haben sie natürlich einen Railjet reingeschickt. Beziehungsweise einen der Linz-Wien-Railjets in Amstetten halten lassen. Nee, vor allem, da hat er noch gesagt, er fährt durch. Also, ja, das ist nicht normal. Ich war nicht der Einzige am Bahnsteig, der verwirrt war. Klar, er wurde wahrscheinlich auch nicht angezeigt. Da hat uns alles was zu. Dann rennen bezüglich eines Gleiswechsels. Mhm. Nächstes Hauptsignal, grün. Toll. Nächstes Hauptsignal, grün 4674 Meter. Ja, weiß doch jeder, oder? Der Next DB-Navigator, der zeigt dir das jetzt auch mittlerweile als Push-Mitteilung an. Das ist ganz geil eigentlich. Ja, wenn du die Routen abonniert hast, denke ich mal, oder? Mhm. Ja. Ja, das kann bei mir Scotty auch. Sehr nett. Ich hasse den alten DB-Navigator. Der neue, der ist cool. Den mag ich sehr. Ja, kann man im neuen auch nur Verbindungen nachsehen, ohne ein Ticket zu buchen? Ja. Hat er einen Abfahrtsmonitor? Ja. Okay, den muss ich mir suchen, den habe ich bisher nämlich nicht gefunden. Soll ich den Link schicken? Den Navigator habe ich eh. Ich meine, den Abfahrtsmonitor habe ich nicht gefunden. Ach so, das irgendwie. Ist, wenn du, oben im Startbildschirm bist, hast du ja deine Schaltfläche einfache Fahrt. Ja. Da tippst du drauf und dann hast du da ja Abfahrten und Ankünfte. Das ja? ist das. Ah, okay. Und da werden dir alle Züge von einem Bahnhof angezeigt? Yep, die in der nächsten Stunde fahren, ja. Okay, ja, das ist du kannst auch eine Zeit auswählen und da wird auch schon direkt angezeigt, ob er Verspätung hat. Und wenn sie es wissen, warum? Ja, das ist dann der übliche Abfahrtsmonitor. Ich benutze die App nur noch, wenn ich reise. Verstehe ich. Nächstes Hauptsignal, 2368 Meter. Genau, ich habe auch immer über Biscotti. Eben aus dem gleichen Grund. Hast du deinen Hund auch im Dock liegen? Wie bitte? Hast du deinen Abfahrtsplaner auch im Dock liegen unten in der Dockleiste? Nein, aber auf der ersten Seite. Meine liegt im Dock. Es geht natürlich auch. Dock habe ich, Telefon und E-Mail und sowas. Ja, bei mir ist da Kindle, NextDB Navigator, Mail und WhatsApp. Ja, das geht natürlich auch. Twitter. Also tut mir leid, ihr werdet hier in der Aufnahme einige Benachrichtigungen hören, aber ich breche es immer ab, wenn ich sie höre, also tut mir leid. Wir wollen deine Selbstgespräche auf Twitter nicht mithören, gell? Denkst du, es ist eine Kutsche für den komischen Kauz vorher? Nächstes Hauptsignal, 925 Meter. Okay, akzeptiert. So, ich glaube, mein nächstes Signal ist in Leobersdorf. Ich bin jetzt gleich drei, einstellig. Einstellig, sag ich, hier. Vierstellig. Meine ich, ja. Ja, genau, ich auch. Und zwar jetzt. Ja, ich noch nicht, bin jetzt bei 10.4. Genau. Nächstes Hauptsignal, ich bin in der Zeit. Nächstes Hauptsignal, ich bin 1264 Meter. Auf keinen Fall. Was? Mit der Zeit, es kommt nicht hin. 13.27 Uhr, 57. Nee, no way. Nächstes Hauptsignal, grün.
Naja, wir wissen ja auch eigentlich schon, zumindest bei mir, was die Verspätung ist. Ich kann es dir auch ganz genau sagen. Was? Grund dafür ist die Verspätung eines vorherigen Zuges. Ja, genau, okay. Entschuldigung. Und bei mir ist es einfach ein verpennter Lokführer. Fahr mal schneller, Mann! Nächstes Hauptsignal, Grün 216 Meter. Ich hab dich gerade mit beiden Hörnern angehupt. Ich weiß, ich hab zurückgehupt. Nächstes Hauptsignal, Grün. Nächstes Hauptsignal, Grün 168 Meter. Nächstes Hauptsignal, Grün. Wie bitte? Ich frag gerade, haben wir irgendwie eine telepathische Verbindung oder so? Keine Ahnung. Nächstes Hauptsignal, Grün 2636 Meter. So, ich fahr gleich durch Theresienfeld durch. Die zwei Signale, die da so kurz zusammen sind, das ist Felixdorf. Müsstest du mittlerweile schon durch sein? Ja, diese beiden kurzen Donner. Genau, das ist Felixdorf. Das eine ist der Bahnhof und das andere ist das Abstellgleis. In dem Moment, wo du es gerade sagtest, bin ich durchgefahren. Ja, genau. Das nächste ist Theresienfeld. Hm. Da wohne ich. Ich fahre gerade bei mir vorbei. Oder? Nächstes Hauptsignal, Grün 1877 Meter. Was nochmal cool nicht. Wäre in TWS, wäre, also wir haben ja die Klasse 66, aber die fährt ja wirklich nur in England, ne? Ja, die fährt auch in Deutschland. Dass wir die vielleicht mal irgendwie in Doppeltraktion bauen können, dass wir dann auch Dings machen können. Ja, stimmt, das müsste ich mal machen, ja. Dass ich mit der dann die Güterzüge fahren kann. Ja, stimmt. Wobei du dich ja auch nochmal da mit dem Sound beschäftigen wolltest. Nächstes Hauptsignal, genau. Grün 1878 Meter. Ja, auch mit der 185 und sind 86,2. Ja, genau, bei den zwei will ich auch noch. Nächstes Hauptsignal. 2016 will ich auch nachbauen. So, und jetzt fahre ich bei meinem Haus vorbei. 2016 ist welch? Der Herkules, der Diesel-Lok. Willst du auch noch machen? Hm. Hast du da Sounds schon? Ist zu wenige, das ist das Problem. Ja, scheiße. Ja. Es ist diese Variante vom Taurus, wenn man so will. Ah. Ich meine, das letzte Mal gesagt, ruf mal bei der EOPD an und frag, ob du mal hinkommst, aber. Mach ich vielleicht wirklich mal, das Bahnpersonal ist überaus nett. Ja, dann nehme ich aber mit. Ich meine, ich bin jetzt Hauptsignal. Ich fahre nur zwei Stunden bis München und von München nach Wien kann ich durchfahren. Ja, mit dem Railjet, genau. Siehst du? Ich empfehle dir den Wagen 25 oder 26. Das ist erste Klasse. Pff, aber durchaus teuer. Du hast einen Behindertenpass? Ich habe den Behindertenausweis, ja. Ja, genau. Der EU-weit günstig ist bei dir. Weiß ich, ne? Bring das mal in Erfahrung, aber er wird sein. Dann kaufst du dir ein zweite Klasse-Ticket, pflanzt dich auf den Platz für Beeinträchtigte im ersten Erste-Klasse-Wagen und chillst dein Leben. Okay. Kein Witz, mache ich auch öfter in letzter Zeit. Geil. Nächstes Hauptsignal, Grün 1649 Meter. So, das nächste Signal, das bei mir folgt, ist Wiener Neustadt Nord. So, ja, ich bin bei 4,5. Jetzt muss ich gleich langsam aufpassen. Jetzt muss ich gleich langsam aufpassen. Ich fahr nicht durch, ich sag's dir. Schauen wir mal. Sei ruhig. Wie, du legst mich ab, Grün. Soll ich dir sagen, wenn bei mir die Einfahrtsinfo kommt? Nein. Okay. Die käme vielleicht eh später. Dadurch, dass ich mehr Zugkraft habe, kann es durchaus sein, dass ich später bremse als du. Soll ich dir Bescheid sagen? Kannst du machen. So, ich bin jetzt bei 3,5. Ich bin bei 3,0. Darf gleich anziehen. Ah ne, 2,2. Nächstes Hauptsignal, Grün 225 Meter. Ich durchfahre jetzt Wiener Neustadt Nord. Sollen wir dann noch weiterfahren? Ja, ne? Ist doch eigentlich gerade entspannt und lustig. Ja, ich weiß halt nicht, bis wohin wir kommen, weil ich nicht genau weiß, ob das ein Zug ist, der in Semmering hält oder ob der erst den Mützzuschlag hält. Aber ja, wir können auf jeden Fall weiterfahren, denke ich. Ach, weißt du was? Wir fahren einfach mal, ne? Ich meine, wir haben ja Zeit. Genau, wir fahren einfach und gucken, wo wir hinkommen. Ja. Nächstes Hauptsignal, Grün. Nächstes Hauptsignal, Grün 960 Meter. So, bei mir das nächste Signal ist Wiener Neustadt Hauptbahnhof, Gleisgruppe 200. Dass wir vor der Einfahrt kein Signal mehr haben, was bestätigt werden muss. Ich bin mir ganz sicher. Okay. Ah, okay, ja, jetzt gleich darf ich anziehen auf 120, aber ich werde auf 120 anziehen.
würde ich dir. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 140 km pro Stunde. 120 km pro Stunde. Nicht voll gehalten. Nächstes Hauptsignal, grün. So. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km pro Stunde in 800 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. Bei mir das nächste Signal. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km pro Stunde in 600 Metern voraus. AFB deaktiviert. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Ich hab's jetzt gerade erst gekriegt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Okay, ich muss in. Jetzt! Ich bremse schon. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 120 km pro Stunde. Okay, 120. Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Das ist eh schon wieder Geschwindigkeitsbegrenzung von 120. Bremse, das heißt mit der 140, das passt eh nicht so ganz. Bremse gelöst. Tipp, zieh mal die Bremse kurz an. Nächstes Hauptsignal, grün. Wieso wird es sonst eng? Der Bremsweg ist knapp bemessen, ja. Türen geöffnet. Ah, wobei, das kommt hin. Die Bremse ist bereits gelöst. Das sieht gut aus. Okay, ja, bei mir hätte es sich auch ausgegangen im Endeffekt, aber ich habe die Bremse kurz angezogen für ein paar Meter. Restriktivmodus aktiviert. Ich dachte mir halt. 13 Uhr, 34, 12. Hey, 2 Minuten Verspätung nur. 108. 108. Ich bin jetzt wieder auf 20 und jetzt ziehe ich gleich mal ab 50 wieder runter. Naja, soll ich auf dich warten oder soll ich weiterfahren? Fahr schon. Okay. Türen geschlossen. 68.593 Meter voraus. Mürzzuschlag. Okay, der nächste Halt ist Mürzzuschlag. So, jetzt rollen wir hier mit 2 km/h rein. Wie viel hast du noch? 4 Meter. Okay, ja. Eigentlich bremst der Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Geschwindigkeitsänderung auf 100 km pro Stunde in 137 Metern voraus. Bremse angelegt. Oh nee, ich habe eine Zwangsbremsung bekommen. Und weißt du warum? Wieso? Weil ich vergessen habe, mich zu befreien. Bremse gelöst. Anfängerfehler. Was sagen? Na, ich warne dich vor, es kommt gleich eine 100er Begrenzung. Ich bin jetzt. Okay, ja, ich guck gerade. Genau, und die hat mich eben. 115 km pro Stunde, 110 km pro Stunde, 100 km pro Stunde. Ja, auf jeden Fall. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 km pro Stunde. Und die hat mich eben so rausgebracht, dass ich vergessen habe, mich zu befreien. AFB aktiviert. Geschwindigkeitsänderung auf 150 km pro Stunde in 617 Metern voraus. Ja, in ein paar hundert Metern geht es eh auf 150. So, befreit bin ich schon mal, sehr schön. Da habe ich schon mal keine Probleme mehr mit. Nee. Metern. Was sagen die Signale? Oh, grün hier irgendwo. Nächstes Hauptsignal. Zweimal grün in 1736 Metern. 2000. Toll, ich kriege ein Doppelgrün. Ernsthaft? Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 150 km pro Stunde. Zweimal grün. Ja, ich sehe es, habe ich ja auch gerade. 100, ne? Ja, genau. Ja, ich habe es schon gesehen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade reingehauen bekommen habe. Ja, du, ich habe das hier aber auch voraus. Ja, eben, deswegen, das ist die Schrecke einfach. Oder hat er dich zwangsgebremst? Nächstes Hauptsignal, grün. Ah, jetzt ist grün. Okay, ist grün geworden. Nächstes Hauptsignal, grün in 859 Meter. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 km pro Stunde, 115 km pro Stunde, 160 km pro Stunde, 160 km pro Stunde, 155 km pro Stunde, 155 km pro Stunde, 160 km pro Stunde. Ah, okay, es ist bei mir aber auch grün. Schleunig ich hoch. Nächstes Hauptsignal, grün in 482 Meter. Ja. 160 darfst du dann gleich. Ja, ich sehe es. Ich sehe es schon. Ich habe meine müht sich da schon ab. Bei meiner sind 160 nämlich Höchsttempo. Im Gegensatz zu dir. Bei meiner ist 130. Genau, bei dir sind die 160. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 6,94 Meter. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 6,08 Meter. Okay, in 6 Kilometern dann doppelt grün bei mir. Das ist St. Ägiden. Ich gehe aber davon aus, dass sich das noch ändert auf grün. Ich auch. Geil, das ging gerade so geil. Meine Lok geht hoch mit der Geschwindigkeit und unter mir säuft der Lüfter ab. Schön. Ja, wenn ich bei mir den Lüfter abdrehen würde und nicht über die AFB beschleunige, dann würde die Beschleunigung direkt aufhören. Ich wollte sagen, da passiert nichts mehr. Genau. Wie funktioniert das mit dem Lüfter jetzt momentan? Akut ist hoch. Nee, scharfes S ist hochschalten auf normal und dann stark und akut ist runterschalten. Okay. So, wie schnell bist du?
146. Ich habe jetzt 155, also man merkt schon, dass meine Beschleunigungskurve deutlich flacher ist als deine. Na gut, ich habe auch mehr Wagen in der dran. Ja, und du hast vor allem eine stärkere Lok mit höherer Höchstgeschwindigkeit. Also im hohen Geschwindigkeitsverkehr hast du eine Höhe. In der hohen Geschwindigkeit hast du eine höhere Zugkraft als ich. Außen. Oh wehe, ich habe jetzt gleich. Wehe, das wird jetzt gleich nicht grün. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün, 3,75 Meter. Mhm, allerdings. Was denkst du, wird grün oder weil wir sind, ich bin jetzt 4000 Meter davor und es ist noch nicht grün. Ich habe keine Ahnung, bei mir ist auch noch doppelt grün. Nächstes Hauptsignal, grün, 2501 Meter. Ah, jetzt ist grün. Jetzt ist bei dir grün? Bei mir ist grün, ja, ich habe noch 2,5. Okay. Ah, jetzt, ja, 3200 ist, jetzt ist bei mir auch grün, Gott sei Dank. Ich glaube, dann hätten wir wirklich... Nächstes Hauptsignal, grün, 1812 Meter. Ja, das bleibt doch grün. Mörz-Zuschlag, wo ist das denn? Mörz-Zuschlag? Mhm. Das ist über den Semmering drüber in der Nordsteiermark. Ach so, noch Österreich. Jo. Bleiben wir in Österreich? Ja, ja. Nächstes Hauptsignal, grün. Geschwindigkeitsänderung auf 150 km pro Stunde in 5753 Metern voraus. Okay, bei mir kommt in 6 Kilometern ungefähr der 150er. Ja, die habe ich schon gesehen. Ich würde sagen, wir halten den ein, auch wenn wir rein von den Spielreaktionen her mit 160 reinfahren könnten. Ja, ja klar. Aber ich meine, wir... Nächstes Hauptsignal, grün. ...kommen vielleicht noch um den Themenmanager herum. 14:30 Uhr sollen wir da ankommen, das klappt. Ja, aber glaub mir, wir werden die Zeit brauchen. Und weißt du warum? Wieso? Weil dazwischen 40 Kilometer Semmeringbahn mit maximal 85 km/h liegen. Oh. Autsch. Genau. Also dann liegt unsere Leute auf jeden Fall was zu hören. Ja. Autsch. Die Semmeringbahn ist diese Alpenbahn, ne? Genau. Die erste normalspurige Gebirgsbahn Europas. Also da wird es gleich wirklich mit der hoch, runter, hoch, runter. Es geht vor allem hoch. Und dann ab Semmering geht's runter. Oh. Scheiße. Ach ja. Das wird gleich witzig. Ja. Man müsste eigentlich fast ohne AFB fahren dann. Nein! Das mache ich nicht. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km pro Stunde in 2000 Metern voraus. So, bei mir kommt gleich der 150er. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km pro Stunde in 1800. 1800. Geschwindigkeitsbegrenzung. 1600. Bei mir. Ja, du bist knapp einen Kilometer vor mir. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, glaube ich auch. Ja, ich habe ja. Ich bin Geschwindigkeitsbegrenzung eine Minute vor dir abgefahren, also. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km pro Stunde in 1000 Metern vor. 155 km pro Stunde, 160 km pro Stunde. Immer. AFB deaktiviert. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km pro Stunde in 600 Metern vor. 150 km pro Stunde. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km pro Stunde in 400 Metern vor. Aber nicht während der Fahrt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km pro Stunde in 200 Metern vor. AFB aktiviert. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 150 km pro Stunde. Aber wenn ich mir eine Lok aussuchen müsste zum vorne mitfahren von den ÖBB, dann wäre das eh eine F44. Okay. Die sind halt noch so... Wie soll das? Die leben noch, wenn man so will. Nächstes Hauptsignal, grün. Ach, es geht übrigens bergab. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Ja, meiner fällt gerade 151. Genau. Jetzt zieht er auch zurück. Yep. In 4 Kilometern geht es um 140 schon. Hui. Macht aber Spaß. Das macht Spaß, ja voll. Auch wenn man einfach nur so dahin fährt. Ja. Vor allem eine Strecke, die man nicht kennt. Ja. Was ist eigentlich das Signal? Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km pro Stunde in 2000 Metern voraus. Was meinst du? Das Signal halt erwartet. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km pro Stunde in 1800. Das ist im Prinzip, wenn dir ein Vorsignal sagt, dass das Hauptsignal halt zeigt.
Welches? Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h. Das Hauptsignal ist rot, mein Vorsignal, ich glaube, das ist orange, ich weiß es nicht. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140. Nein, nein, Vorsignale habe ich nicht, ich habe nur Hauptsignale. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 1000 Metern vor. Ich will die Leute ja nicht komplett quälen. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 800 Metern voraus. AFBD aktiviert. 145 km/h. 135 km/h. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 600 Metern voraus. 140 km/h. Oh, Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 400 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 200 Metern voraus. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 140 km/h. AFB aktiviert. So, ich bin schon im 140er drinnen. Ja, ich jetzt gleich jeden Moment. Ja. Ja, jetzt piepst er gerade bei mir, ich muss jetzt runterschalten. Genau, ja, ich glaube, du holst mich ein. Ich habe nämlich ein bisschen früher gebremst. Also ich habe mich so reinrollen, kann man schlecht sagen, weil es geht bergab, aber ich habe halt, ich habe selber gebremst. Deswegen. Geschwindigkeitsänderung auf 150 km/h in 3038 Metern hoch. Auf 150 hoch in 3 Kilometer. Genau. Ich habe noch 49,8 Kilometer. Ich habe 48,9. Ja, ungefähr ein Kilometer. Ja. 800 bis 900 Meter sind wir auseinander. Mhm. Dein Zug, also der Railjet. Ich meine, mit der 1116 auch nicht. Genauso wenig wie meiner. Aber der Zuglauf kommt eigentlich schon aus Praha. Der ist schon 4 Stunden unterwegs, seit Wien. Okay. Also, nächstes Hauptsignal, grün. Okay. Ja, ja. Von Praha über Brunn und... Also Brünn und Przeclaw bis Wien. Und weiter nach Graz. Eigentlich wäre mit 1216 bespannt. Aber eben in meinem Fall ist die Originalgarnitur ausgefallen, deswegen fahre ich ja als Ersatz mit einer 44 und in deinem Fall ist die Lok ausgefallen. Ja. Ach ja, mit den Dostos darf ich eigentlich gar nicht über den Semmering fahren. Oh. Wir machen es trotzdem. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 150 km/h. Zu hoch. Also, die Dostos, nicht der Semmering. Ah, ich dachte schon wieder 150 fahren, wow. Ja, ich jetzt gleich in einem Kilometer ungefähr. Jetzt! Ja. Und ich beschleunige da jetzt ganz langsam hoch, weil ich meine, ich roll eh und beschleunige dadurch. Also, warum sollte ich Gas geben und Energie verbrennen? In 5 Kilometern muss ich runter auf 80. Ich glaube, da beginnt dann die Semmeringbahn. Das wird lustig. Mhm. Ja, da beginnt dann die Semmeringbahn ziemlich genau. Und ich glaube, ich fahre dann nur so aus Prinzip ohne AFB. Ja, ich fahre mit. Ich bin den noch nie gefahren. Also mit dem Zug schon in echt, aber in TWS noch nie. Okay. Ja, die Bahn hier ist ja jetzt auch neu. Genau, ich bin auch die Strecke hier in TWS noch nie gefahren, aber ich kenne sie als Fahrgast. Fun Fact, ich auch nicht. Ich weiß. Sobald er jetzt gleich piept, ziehe ich die AFB runter. Ich schalte sie schon mal ab. Geschwindigkeitsänderung auf 80 km/h in 2564 Metern vor. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil... Nächstes Hauptsignal, grün. Das ist der... Ja, abgeht. Was? Ich habe die AFB schon mal abgestellt und auf 80 runtergedreht. 135 km/h, 130 km/h, Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h. Ja. 125 km/h, 100 km/h, 90 km/h. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 1800 Metern voraus. 80 km/h. Jetzt bitte mal anfangen zu piepsen, dass ich die AFB wieder anfange. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 1600 Metern voraus. Abwärtsdruck, hallo. Nächstes Hauptsignal, grün. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 1400 Metern voraus. Ich bremse gerade selber, weil ich meine, ich habe relativ viel Zeit. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 1200 Metern voraus. Jetzt. Wie weit hast du noch bis zu deiner Begrenzung? Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 1000 Metern voraus. 1144. Okay, ja, bei mir ist der, als ich dich gefragt habe, bin ich den 1000er überfahren. Das heißt, ich bin
nur noch 100 Meter vor dir oder so. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer pro Stunde in 600 Metern voraus. So, und ich bin auf 80. Aber ich habe die Begrenzung noch nicht überfahren. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer pro Stunde in 400 Metern voraus. 400 Meter und ich bin jetzt auf 80. Ja, ja, wir sind jetzt ziemlich gleich auf. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometer pro Stunde in 200 Metern voraus. 200er. Genau, same. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 Kilometer pro Stunde. Yep. Ja, wir sind genau gleich auf. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Kilometer pro Stunde in 600 Metern voraus. Auf 70 schon. Oh. Genau. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Dass ich die Bremse schon mal leicht anlege. Ich bremse jetzt schon. Ich jetzt. Ja. Und Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Oh mein Gott. Und es geht immer noch bergab. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 70 km pro Stunde. Nächstes Hauptsignal, grün. In 2 Kilometern und auf 80. Komplettes Handgelenk schwillt zu. Toll. Ich hoffe auch nur nicht, dass ich damit dann noch ins Krankenhaus bald irgendwann darf, weil ich weiß nicht, woher das kommt. Ja. Lüfterstand eingestellt. Ja, weil zu hell zieht hier die ganze Zeit zurück. So, Geschwindigkeitsänderung auf 80 km pro Stunde in 1950. Ich schon die Ansage, sie fallen, da musste ich ganz schön schnell drücken, warum hat der nicht gepiepst? Spannend, hast du es vielleicht überhört? Nee. Interessant, bei mir piepst er immer. Nächstes Hauptsignal, grün. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das überhört habe, der hat mir nicht gepiept gerade. Sehr interessant. Okay. Okay. Schon wieder nicht. Interessant. Muss ich mir mal anschauen. Der piept bei mir nicht mehr. Okay, ich bin mittlerweile sicher deutlich hinter dir. Ich halte den Zug nämlich immer auf 70. Das heißt, sobald er 71 hat, bremse ich ein bisschen. Wo bist du jetzt? Bei wie vielen Kilometern? Warte. 38,3. 38,2. Ja. Ich bin 100 Meter hinter dir, genau. Erster. Schau mal, wie lang. Ohne AFB habe ich auch den Vorteil von schnelleren Beschleunigungen und ärgeren Bremskurven natürlich. Nee, weil der piepst nicht mehr. Ich muss jetzt auf die SIFA-Stimme achten. Du kannst doch einfach alle paar Zeiten mal drücken. Kommt mal irgendwann rein. Bei mir hört man jetzt die ganze Zeit Luft zischen, weil ich die ganze Zeit bremse und löse. Ja, ich werde es bei dir auf jeden Fall auch mit mal anhören, das ist dein Video. Ja, ich werde mir deins auch anhören. Bis wo fahren wir denn? Gute Frage. Wir können eben bis mit Zuschlag fahren. Ja klar, aber ob wir dann noch weiterfahren, ist die Frage. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Wer weiß. Ich darf jetzt Gas geben jedenfalls. Ich gerade auch. Bis auf 80. Genau. Gas geben ist ja relativ. Dafür in 2,5 Kilometer wieder auf 70 Stunden. Nächstes Hauptsignal, Grün, 2433 Meter. Genau. Jetzt sagt er mir schon, Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Kilometer pro Stunde in 2000 Meter. Folgt, aber er piepst neulich, deswegen schalte ich schon wieder runter. Ja. Mir hätte jetzt auch schon die Begrenzung wieder. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 1800 Metern voraus. Mit welcher Stimme arbeitest du? Mit welchem Screenreader? Ich habe die Sapi. Tatsächlich. Und Braillezeile? Wie hast du das Ding? Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 1600 Metern voraus. Ach so. Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 1400 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 1200 Metern voraus. Wo bist du? Ich hatte gerade den 1200er. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 1000 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, 70.
Ja, ich bin noch ein bisschen vor dir. Ich bin bei 783. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 800 Metern voraus. Ja, ich habe jetzt den 800er gehabt. Mein Lüfter säuft ab. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 600 Metern voraus. So, und ich habe gerade den 600er bekommen. Ich bremse auf 70. Ja, ich habe noch 400. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Auf 70. Ja. Bei wartest du bis er piepst oder bremst du auch selber? Ich warte bis er piepst. Ah, okay. Also du reizt Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Warum nicht? Ich meine, wir haben eine Zeit einzuhalten. Ja, stimmt schon. Nächstes Hauptsignal, grün. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 70 km pro Stunde. Nächstes Hauptsignal, grün bis 2838 Meter. 60, hoppala. Na, super. Ich muss gestehen, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir sind, so betriebsstellenmäßig, aber wir dürften schon am Semmering sein. Was witzig ist, weil es geht immer noch bergab. Mein Lüfter dreht wieder hoch. Klingt wie so ein zu startendes Flugzeugtriebwerk. Mhm. Stimmt, ja, schon ein bisschen. Früher mochte ich den Taurus überhaupt nicht, jetzt fahre ich den sehr gern. Ja, der Sound war früher ja auch grottenschlecht. Also, der ist jetzt schon deutlich besser, finde ich. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 2000 Metern voraus. So, ich habe gerade einen 60er reinbekommen. Ja, ich auch. Ich bin schon bei 1800. Ja, eben, du bist 200 vor mir. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1800 Metern voraus. Oh, jetzt fahre ich durch irgendwas durch. Tunnel oder was? Vermutlich bei kurz nach 1600. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1600 Metern voraus. Pettenbach-Tunnel. Ja, der Pettenbach-Tunnel. Wir sind schon am Semmering. Und eigentlich sollte es hier bergauf gehen. Sehr interessant. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1400 Metern voraus. Zusammenfahren. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1200 Metern voraus. Ja, das macht eigentlich Spaß irgendwie. Wir können auch gerne mal zusammen fliegen. Irgendwo. Ja, stimmt. Haben wir schon mal gemacht, aber dann über den Kommunikator. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1000 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. Ich bin ja gespannt, was Euroflight 3 dann so kann, aber auf der Website... Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 800 Metern voraus. Das letzte wirkliche Ereignis war diese slowakische Diskussion. Dafür aber in der Liste. Echt? Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 600 Metern voraus. Weiß mal was Neues, oder? Ja, ich hab mir eine Datei gekriegt, wie das jetzt ausschaut. Alle Flugzeuge sind honest und, das wird wirklich lustig. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 600 Metern voraus. Aber bezüglich Release und so wird man wahrscheinlich noch nichts wissen, denke ich mal, oder? Nein. Ja, so, jetzt fahre ich 60. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Ja, bei mir kommt die Begrenzung in 200, aber ich bin auch schon unten. In 3 Kilometern auf 70. Oh, Nächstes Hauptsignal, grün. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 km pro Stunde. Nächstes Hauptsignal, der grün in 2750 Meter. 2500 Meter gelb-grün. Mhm, genau, habe ich auch. Ob das so passt oder ob wir noch ein grünes bekommen. Vielleicht. Keine Ahnung. Weißt du, wenn du durch einen Tunnel oder über eine Brücke fährst, kannst du immer F10 drücken, dann sagt er dir an, was das ist. Okay. Boah, mein Rechner wird übelst warm, ach du Scheiße. Ja, meiner auch. Das ist normal. Aber hey, solange du keine irgendwelchen Soundstörungen hast oder so, ist alles okay. Nö. Das hattest du bei deinem Alten immer mal wieder, ne? Ja. Aber der war auch schon uralt zu seiner Verteidigung. Ah, grün, du bekommst grün rein. Nächstes Hauptsignal, der grün, 1913 Meter. Ah, ich noch nicht, aber ich habe auch noch 1900 Meter. Ja, ab 1700 ist grün. Okay, nett. Nächstes Hauptsignal, grün in 1734 Meter. Ja, bei mir jetzt auch, genau. Geschwindigkeitsänderung auf 70 km pro Stunde in 2763 Metern voraus. Hey, jetzt zu mal dazu. Ja, Bummelzug. Ey, voll. Da sagen wir einer, wir bräuchten die Stunde nicht. 13.57 Uhr, 48, ich hab nichts gesagt. 30, 0.
14:30 0. Um nicht zu sagen, die 33 Minuten, die wir noch haben, könnten etwas wenig werden. Eventuell. Schauen wir mal. Ja, ich bin bei 30 Kilometern jetzt. Ja, ich 30,2. Ja, ja, wir haben jetzt den 200 Meter Unterschied ungefähr. 61. Wehe, ich krieg eine Sifa-Zwangsbremsung. Ich muss hier jetzt richtig aufpassen. Nächstes Hauptsignal, grün. Da lacht er dreckig. Ja. Zu dir hatte ich noch keine PZB-Zwangsbremsung, mein Freund. Hey, aber ich war trotz der Zwangsbremsung vor dir, also... Ich könnte dich jetzt auch überholen, aber habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Wieso? Wie würdest du es machen wollen? Naja, einfach ein bisschen Gas geben. Schneller fahren als erlaubt. Genau, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich sag ja, Keks und Tee mit dem Fahrdienstleiter, mit dem Manager. Genau, genau. Und dann fahren doch besser Kaffee. Nächstes Hauptsignal, grün 450 Meter. Ich glaube nicht, dass ich dann noch viel zu reden habe. Geschwindigkeitsänderung auf 70 km pro Stunde in 1288 Metern voraus. Ja. Bei mir kommt gleich 70er. Also in 1200 ungefähr. Nächstes Hauptsignal. Ich darf auch wieder 70. Ja. Ich habe gerade das Signal überfahren, das Grüne. Nächstes Hauptsignal. Gelb-Grün in 4524 Meter. Warnung, das nächste ist Gelb-Grün in 4,5. Ich habe schon gesehen. Gut. Ich gucke eigentlich immer direkt, nachdem ich eins überfahre, nochmal nach, was dann als nächstes kommt. Ja, ich eben auch. Deswegen ist mir gerade aufgefallen. 61. Dann ist ÖBB da, aber ich weiß, dass ich die Sifa zu drücken habe. Danke. Oh, bei mir geht die Alarmsirene an. Ja, welche Alarmsirene? Diese Kompressor. Ach so, der. Ja. Okay. Klingt wie so eine Alarmsirene der Freiwilligen Feuerwehr. Stimmt, ja. So, ich fahre durch den Rumpler-Tunnel. Irgendwas hat das Höhenprofil hier, weil hier sollte es eigentlich die ganze Zeit bergauf gehen, aber es geht irgendwie immer bergab. Also musst du nochmal bei der Erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 70 km pro Stunde. Ja. Also erst bei der Strecke, ob es da vielleicht ein Problem gibt. Was? Mir schwillt mein komplettes Handgelenk an. Super. Das ist übelst unangenehm, wenn ich da mal gut trage. Ja, nimm es doch ab. Nö, das ist meine Apple Watch, also macht mein iPhone ja down. Da ist es still, wenn du die Uhr trägst, oder was? Ja. Ah, okay. Geschwindigkeitsänderung auf 60 km pro Stunde in 2188 Metern hoch. Von meinen Wetterwarn-Apps, die kommen direkt aufs iPhone. Also wenn die loströten, dann wissen wir Bescheid. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 2444 Meter. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 2000 Metern voraus. Toll, das nächste Signal ist zweimal grün, aber das ist insofern egal, dass da sowieso 60er kommt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1800 Metern voraus. Nein, meins ist grün. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün in 2089 Meter. Aber bei mir noch nicht. Wie viel hast du? Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1600 Metern voraus. Guck mal bei 1900 nochmal. Nächstes Hauptsignal, grün in 1879 Meter. Ja, grün. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1400 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1200 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1000 Metern voraus. Welches magst du eigentlich zuerst hochladen? Bitte? Welches Video du zuerst veröffentlichen willst? Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 800 Metern voraus. Du. Naja, mir persönlich ist es relativ egal. Hau doch beide gleichzeitig raus. Das geht natürlich auch.
Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 600 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal. Können Sie sich entscheiden, welches Sie sich angucken wollen? Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Mal wieder. Gut, mein Lüfter dreht auch wieder ab. Ab 24,7 bis zur nächsten Station. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 200 Metern voraus. 25,0. Ist das dein Ernst? In 8 Kilometer geht's auf 50 runter? Sag nix. Selmering. Hier erlaubt die Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 km pro Stunde. Okay, und ja, ich muss mir auf jeden Fall die Programmierung nochmal anschauen wegen Besteigungen. Irgendwas stimmt da nicht. Nächstes Hauptsignal, grün. Schnabel, nette Dame von der ÖBB. Chris Lohner heißt sie übrigens. Sympathisch. Wenn sie nicht gerade SIFA sagt. Oder Zwangsbremsung. Body. Oder Bremsausfall. Ja gut, das haben wir ja noch nicht. Nee. Notbremse. Wann kommt eigentlich die Ansage, wenn einer die Notbremse zieht? Genau. NTWS kommt das aber nicht. Wir haben sowas nicht. Warum nicht? Wäre doch mal interessant, dass irgendwie mal irgendeiner die Notbremse zieht, ein Fahrgast. Ich kann noch nicht zum Einprogrammieren. Wäre mal interessant eigentlich. Ja. Wenn du dran denkst, dann schreib mir das doch auf OneDrive in das Dokument im TWS-Ordner. Hast du die Notbremsung schon mal erlebt? Ja. Und mehrmals. Und wie schnell steht der Zug? Verdammt schnell. Der ist so, wie wenn wir eine Zwangsbremsung haben. Genau, so ungefähr. Und der Lokführer denkt sich da vorne so, Nein, bei modernen Zügen bekommt der Lokführer einen Leuchtmelder und eben die Sprachausgabe, dass jemand die Notbremse gezogen hat. Aber die Bremsen werden nicht sofort angelegt. Die Bremsen muss der Lokführer anlegen, weil es zum Beispiel sein kann, dass du in einem Tunnel bist und da ist es natürlich nicht von Vorteil, wenn da die Notbremse losgeht. Bei ICEs, da bremst du aber direkt, glaube ich. Nein. ICEs haben die Notbremsüberbrückung. Ansonsten dürfen sie auf sämtlichen Neubaustrecken nicht fahren. Köln-Frankfurt zum Beispiel ist nur für Fahrzeuge mit Notbremsüberbrückung zugelassen. Okay. Ich glaube Hannover-Würzburg auch. Ruhe, wart's ab. Kann ich ganz einfach irgendwelchen Gruppenbus rein. Nächstes Hauptsignal, über 3067 Meter. So langsam wird es spooky, meine Hand wird immer dicker und die Außenhand wird taub. Voll. Vielleicht sollten wir bei 20 Kilometern anhalten und du gehst zum Arzt? Alles gut, geht noch. Ah, jetzt geht's, die ist eingeschlafen. So kann man das natürlich auch sehen, ja. Geschwindigkeitsänderung auf 50 km pro Stunde in 5291 Metern voraus. Aber wenn diese Abschwellung bis morgen immer noch stärker wird, dann werde ich dann tatsächlich zum Doktor gehen. Wäre ganz gut vielleicht, ja. Ich meine, ich habe hier ein Krankenhaus, das 300 Meter in Entfernung ist. Wie nennen wir das Ding? Fahrt auf der Südbahn mit Zwischenfällen? So kann man das nennen, ja. Passt schon. So, jetzt gleich, glaube ich, genau 20 Kilometer. Hä? Wieso? Weil ich gerade 21,06 habe. Ich bin jetzt bei 21,7. Bei 20,7. Ah, okay, ja, gut. Dann haben wir jetzt ungefähr 350 Meter oder so. Bis mit Zuschlag gleicht sich das eh wieder ziemlich aus, glaube ich. Bitte?
Bis Mütz Zuschlag gleicht sich das eh wieder aus. 75 Kilometer pro Stunde, 70 Kilometer pro Stunde, 65 Kilometer pro Stunde, 60 Kilometer pro Stunde. Bis Mütz Zuschlag? Ja, wenn wir kein rotes Signal reingehauen kriegen, fahren wir durch. 14 Uhr, 52. Ich glaube, es geht so langsam weiter, ja. 3.600 geht es erstmal auf 50 runter. Genau, die bleiben dann auch ein bisschen. Man ist echt nicht schneller als im Stadtverkehr hier. Und die Fahrgäste werden sich denken, wieso fahre ich denn überhaupt mit dem Schnellverkehrszug? Ja. 2032. Geplante Eröffnung des Semmering-Basistunnels mit bis zu 230 km/h unterm Semmering durch. Oh, schön. Mhm. Was? Ich hab fast eine Sifa überhört. So. Und ich dachte schon, das wäre was Ernstes. Ey! Was soll das heißen? Ich stehe übrigens gerade draußen und höre meinem Zug beim Vorbeifahren zu. Was soll ich vielleicht auch mal machen? Und? Hallöchen! Und meiner quietscht. 61. AFB abgeschaltet, warum? So, jetzt. Kann ein Lokführer entscheiden, ob er mit AFB oder ohne fährt? Kann er ja. Solange er sicher unterwegs ist. Prinzipiell wird es natürlich empfohlen, mitzufahren. 18,8. Nächstes Hauptsignal, grün. Ja, 19 irgendwas. Also 19,0 irgendwas. 61. Oh, und es geht wieder rein. 61. Weberkugeltunnel bin ich jetzt groß. Ah, okay. Kannst du eine Funktion einbauen in den Einstellungsverwaltungen, dass er das vielleicht sogar automatisch ansagt? Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 2000 Meter. Weberkugeltunnel. Ich bin jetzt auch im Weberkugeltunnel. Weberkugeltunnel. Ja, eigentlich mal eine ganz gute Idee. Stimmt, ja. Weberkugeltunnel. Vor allem für Fahrzeuge, wo man den Tunnel nicht so wirklich hört. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 1800 Metern voraus. Weberkugeltunnel. Wie eben zum Beispiel die F44. Weberkugeltunnel. Weil die so schon so laut ist, oder was? Ja, und weil ich hier keinen eigenen Holzhaus habe. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 1600 Metern voraus. Ja, du kannst mir immer sagen, wenn du doch einfährst, du hörst sie ja, glaube ich. Yes. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 1400 Metern voraus. Wolfsbergtunnel. Ah, da sind wir, ja. Okay. Das nächste Signal. Nächstes Hauptsignal, grün 3173 Meter. Ist dann. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 1200 Metern voraus. Glaube ich, für die Haltestelle Wolfsbergkogel. Wolfsbergtunnel. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 1000 Metern voraus. Stoppen würde, ab der Station dann. Können wir auch, ja. Der Mützzuschlag ist noch sehr lang hin. Nein, ich meine ab Münzzuschlag dann. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 800 Metern voraus. Das ist gut für mich. Dann werde ich nämlich meine Runden gehen und einen Sehnen auf meinen Arm gucken lassen. Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 600 Metern voraus. So, ich habe hier gleich einen 50er. Ich auch und sollte abbremsen. Bei mir piept. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 400 Metern voraus. Bei mir piept's nicht, aber ich habe schon mal abgebremst. Ah, gleich geht's auf 65 in 3000 irgendwas. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Es geht die ganze Zeit bergauf hier irgendwie. Ja, eigentlich sollte es bergauf gehen. Ich glaube, da kam bei der Programmierung irgendwas durcheinander. Was? Machte mal den Zug gerade, als er wieder zurückgezogen hat. Ah.
Ja, bei 50 klingt sie immer ein bisschen halbtot. Ja. 15,7 Kilometer noch. 16,0. Irgendwie klingt das die ganze Zeit wie Temperaturen. Wie was? Temperaturen. 15,7, ja, nee, ist ein bisschen kalt. Wie ist denn bei dir das Wetter in TWS? 33 Grad sonnig. Ne? Es hat 31 Grad Celsius, es ist sonnig. Die Höchsttemperatur beträgt 31 Grad Celsius, die Tiefstemperatur beträgt 19 Grad Celsius, die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 20 Kilometer pro Stunde in Fahrtrichtung. Ich habe 31 Grad und Rückenwind. Müsst ihr sagen, geschoben. Nächstes Hauptsignal, grün. 20 km/h. Das macht tatsächlich einen Berechnungsunterschied in TBS. Von wo der Wind herkommt. Warte mal. Gegen die Fahrtrichtung 1 km/h. Ja, okay, das ist vernachlässigbar. Oh, ich bin irgendwo. 51. Semmeringtunnel bin ich jetzt. Ja, dann fährst du gleich über den Streckenscheitelpunkt und ab da soll es dann wirklich bergab gehen. Wenn es da jetzt bergauf geht, dann wissen wir, dass ich irgendwo was vertauscht habe. Da ist ein Signal, ein grünes. Sind wir unten. Nächstes Hauptsignal, grün 189 Meter. Nächstes Hauptsignal, grün. Station Semmering ist das. Semmering. Jetzt bin ich durch den Tunnel durch. Nächstes Hauptsignal, grün. Semmering. Und es geht bergab. Semmering. Ah ja, ja, okay, dann habe ich irgendwo für die Bergauffahrten einen Programmierfehler. Semmering. Geschwindigkeitsänderung auf 65 km pro Stunde in 1095 Metern voraus. Aber hey, es geht gleich mit 60 weiter. Also mit 65 sogar. Halleluja. 65 km pro Stunde. Meine ich aber auch, gell? 624, yay. Also Meter und nicht km/h, das wäre irgendwie. Wie schaut es denn eigentlich einmal aus mit dem TGV, das wir immer nachbauen? Also den Zug gibt es ja prinzipiell schon. Wo? Die British Rail Klasse 373, der alte Eurostar, ist im Prinzip einfach nur ein TGV, der für die britische, fürs britische Lichtraumprofil angepasst wurde. Okay. Ja, stimmt, Route bräuchte man noch. Nächstes Hauptsignal, grün. Oh, es geht aufwärts. Hä? Wie der jetzt? Geschwindigkeit. Ach so. Ich dachte, dein Zug wird langsamer. Und dann geht's auch gleich auf 80 hoch. Das hat man dann doch gern, oder? Ja. Und mein Lüfter dreht hoch. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 65 km pro Stunde. Wir können nach der Aufnahme gerne gleich noch ein bisschen quatschen, aber ich gehe dann gleich einmal ganz kurz nach unten und lass mir gerade eine Szene auf meinen Arm gucken. Ja klar, ich muss dann eh mal den Video-Upload auf YouTube starten, sonst dauert das ewig. Das dauert eh sicher so auch ewig. Ich hoffe nur, die Aufnahmeprogramme laufen mit. Ich kann nicht gucken, wenn ich jetzt das Fenster wechsle, hängt sich mein Rechner auf. Genau, deswegen. Ich gucke jetzt auch nicht. Ach, hast du das Problem auch? Nein, nein, habe ich nicht. Dass du das Fenster nicht gescheit wechseln kannst? Das Problem habe ich nicht, aber... Es ist mir ein bisschen zu unsicher. Ich fahre jetzt übrigens auch mit AFB. Das Ganze hin und her geschaltet ist mir zu blöd. Ah, danke Dropbox, Hallöchen. Ah, wir haben das Finale der WM in der Dropbox. Ja, hast du schon gehört? Ja.
Ich bin nicht zufrieden. Wer hätte gewinnen sollen? England. Ich mag den Trainer der Spanier nicht. Wow. Ich finde auch, dass England gewinnen hätte. Wie bitte? Der ist ein Affe, sorry. Nächstes Hauptsignal, Grünling 2820. Oh, ich bin auf 90! Geschwindigkeitsänderung auf 80 km pro Stunde in 317 Metern voraus. Hey, ich habe erstmal in 300 Metern den 80er. Ja, bei mir geht's jetzt hoch auf 80 und dann gleich auf 90. Hurra! Freu dich nicht zu früh, es wird dann sicher noch mal weniger. Haben wir noch 11 Kilometer bis Mützzuschlag. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. 70 km pro Stunde, 80 km pro Stunde. Geschwindigkeitsänderung auf 90 km pro Stunde in 11.875 Metern voraus. Der hat 11 Kilometer dann, ja, der 90er kommt kurz nach Mützzuschlag, also bis dahin geht's jetzt mit 80. Oh ja, stimmt. Verhört. Ist mir gerade so aufgefallen. Ich habe mich verhört, Entschuldigung. Kann passieren. Ich würde sagen, du lädst deinen dann nachher zuerst hoch, weil ich werde jetzt gleich als allererstes einmal auf unten gehen und gucken, was mit meinem Dings los ist. Genau. Ruhen. Ja, danke. Was? Ruhen. Ach so. Deine Eloquenz. Meine Eloquenz, ja. Nächstes Hauptsignal, Grünling 1272 Meter. Ich hab sie ja auch auf dem iPhone. Ich mag die irgendwie nicht so. Nur auf meinem Androiden, da läuft sie nicht mehr. Ah ja. Nächstes Hauptsignal, Grün. Warum hast du das eigentlich? Nur als Ersatz, oder? Experimentiergerät. Ah. Und was findest du besser? Man kann mit beiden ganz gut arbeiten, aber ich bin halt das iPhone gewohnt. Ja, eben bei mir auch. Ich hatte einige Jahre Android, aber es gab einige Gründe, weswegen ich wieder zurück bin. So, 8-9. 9-3. Also eigentlich noch fast 9-4. Jetzt 9-2. Nächstes Hauptsignal, Grün. 14.20 Uhr, 10. Ja, also, so bezüglich Fahrplan. Ja. Das ist sehr genau bemessen. Würde ich mal so meinen. Ja. Ja, Hauptsache, so warm wie mein Rechner, schmilzt mir hier nicht die Bildschirmabdeckung, ey. So warm? Ziemlich warm, ja. Meine ist tatsächlich gerade relativ gechillt. Na gut, bei mir im Hintergrund läuft auch noch WhatsApp, Twitter, Outlook und. Ah, bei mir läuft nur noch Skype und halt OBS natürlich. Ja gut, Skype und OBS ja auch noch, also. Ja, klar. So, 8-0. 7-4. Jo. Weißt du, anhalten musst du jetzt auch noch schaffen. Ja. Das bei bergab ist witzig. Ich weiß, das ist wirklich witzig. Nächstes Hauptsignal, Grün. Ich werde einen Kilometer vom Bahnhof auf 60 runtergehen. Zur Sicherheit. 6-4. 6-9. Ja, wir sind knapp 500 Meter auseinander. Wie lang ist so ein Weg jetzt? 205. Und wie nah sind die Auffahrsachen auf dem Zug? Wie nah darf man auffahren? Du musst Signalabstand haben. Maximilian, hau ab da. Hey, das müsste ich zu dir sagen. Nö, ich bin jetzt zu schnell. Nächstes Hauptsignal, Grün. Also wenn du dann nachher mein Video hörst, dann würdest du jetzt ganz viel Gehupe hören. Ich
gerade mit allen drei übereinander. Ich halte die zwei gedrückt und halte die anderen beiden, vier, anderen beiden auch noch fest. Ja. Meine Güte, hey, was machst du hier? Ich habe nur eine Horntaste. Ja, auch ein Horn am Kopf, ne? Also ein Horn. 5000. 5-5. So. Nächstes Hauptsignal, Höhe 4794 Meter. Das nächste Signal ist Mürzzuschlag Frachtenbahnhof. Genau, und die Semmeringbahn, also die letzten 40 Minuten, spart man sich dann später, wenn der Basistunnel offen ist. Baust du den ein? Nein. Warum nicht? Weil er langweilig ist. Also ich meine, ich baue vielleicht mal eine Extra-Strecke. Es gibt dann nämlich auch noch die Kuralmbahn, die verbindet Graz und Klagenfurt. Das ist auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Okay. Dass ich vielleicht die Strecke von Wien nach Klagenfurt mal baue, überhaupt eben so. Mit den zwei Basistunneln. Klagenfurt ist in Kärnten, die Kärntner Landeshauptstadt. Ah, Kärnten, schön. Genau, am Wörthersee. Ja, ich war ja schon am Mühlstädter See. Ja, genau. Mühlstädter See ist von Klagenfurt aus, wenn du mit dem Railjet noch Stunde, sowas, weiterfährst. Das ist ja doch relativ groß. Nein, die Züge sind nur langsam. Oh. Was? Bei mir hat er gerade gehängt, bei mir hat er gerade den VR nochmal in die Fenstertitel angesagt, was auch immer da jetzt gerade passiert ist. Aha. Aber jetzt geht's wieder. Hat vielleicht irgendwas neu geladen. Jetzt geht's aber wieder. Okay, gut. Ja! Es hat 31 Grad Celsius, es ist Sommer. Die Höchsttemperatur beträgt 31 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur beträgt 19 Grad Celsius, die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 22 km pro Stunde in Fahrtrichtung. Ernsthaft? Ja, mein Bruder hat selbst gemacht, Erdbeereis gemacht. Okay, dann geh du mal Eis essen. Ich mach die Fahrt bis Mürzzuschlag fertig. Das heißt, dann alle Zuschauer von Felix, wenn er die restlichen 2,7 Kilometer sehen wollt, dann kommt er zu mir. Also, bis denn. Ja, wir hören uns dann irgendwann noch. Jo, bis später. Stell's mir dann irgendwann einfach auf OneDrive, gell? Mach ich. An die Hörer von Maximilian. Tschüssi. Tschüss. So, ja, und ich fahre jetzt mit euch noch weiter. Ich bin da nicht so. 2,1 Kilometer haben wir noch bis Mürzzuschlag. Wo kommt der Frachtenbahnhof? Nächstes Hauptsignal, 1368 Meter. Genau, 1300. Das Signal steht am Frachtenbahnhof. Nächstes Hauptsignal, grün. Kilometer pro Stunde. Ich bremse nun mal. Kommt zwar keine Begrenzung, aber dann ist nachher das Bremsen in den Bahnhof leichter. Wenn ich ein bisschen langsamer bin. Zumal ich noch 3,5 Minuten habe, weil das geht sich easy aus. In echt kommen sie auch um 28 an. Das tue ich hier jetzt auch. Also, ja, sich da einen Fahrplan zu halten, das ist. Ja, man muss sich ranhalten, sagen wir es ja. Man muss sich echt ranhalten. Nächstes Hauptsignal, grün. Noch. Genau. Nächstes Hauptsignal, grün 545 Meter. Ja, das ist das Bahnhofssignal, das Ausfallsignal. Ja, der Kompressor geht auch an, natürlich. Kilometer pro Stunde.
35 Kilometer pro Stunde. 30 Kilometer pro Stunde. Ich bremse mit der AFB, wie ihr merkt. 25 Kilometer pro Stunde. 20 Kilometer pro Stunde. 15 Kilometer pro Stunde. 10 Kilometer pro Stunde. 15 Kilometer pro Stunde. 10 Kilometer pro Stunde. Genau, mit Zuschlag. 5 Kilometer pro Stunde. Wo ich die Fahrt beende, weil bis Graz dauert es nochmal eine Stunde. Das ist mir ein bisschen zu viel. Nächstes Hauptsignal, grün, 0 Kilometer pro Stunde. Nächstes Hauptsignal, grün, 5 Kilometer pro Stunde, 0 Kilometer pro Stunde. Türen geöffnet. Zuschlag. Restriktiver Modus aktiviert. Lüfter normal eingestellt. So, da wären wir. 14 Uhr 28, 25. Pünktlich. Außen. Ich würde sagen. Türen geschlossen. Dann lasse ich den Zug nochmal abfahren und nehme euch das auf. Und ja, ich wünsche euch schon mal noch einen schönen Nachmittag, Abend, Vormittag, Mittag, wann auch immer ihr euch das anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, der Felix musste jetzt eben leider früher schon aufbrechen, aber ich werde sein Video dann auch noch hochladen später. Und wenn ich dran denke, in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Anmerkungen, Fragen und so bitte einfach in die Kommentare. Und ja, ansonsten viel Spaß noch und man sieht sich dann irgendwann. 5 Kilometer pro Stunde, 40 Kilometer pro Stunde, 50 Kilometer pro Stunde, 55 Kilometer pro Stunde, 70 Kilometer pro Stunde, 80 Kilometer pro Stunde. Thank you.